Hallo, hallo, hier ist Patricia. Ich habe schon lange kein Video mehr gemacht. Das ist jetzt ein ganz spezielles Video und zwar ist es ein Video im Auto mit meiner neuen Videohalterung. Und zwar ist es auch nicht mein Auto, sondern das ist das Auto von meinem Ex-Mann. Und das ist auch das Thema heute. Und zwar will ich euch darin bestärken, eure Beziehung mit euren Exes, sei es Ex-Mann oder Ex-Partnern, was auch immer, so zu kreieren, dass sie lustig ist, dass sie schön ist, dass sie Spaß macht, dass sie sich gut anfühlt und wenn ihr Eltern seid, dass ihr ein grandioses Elternpaar seid. Weil darauf kommt es an im Leben und es gibt so, so viele Menschen, die lassen sich treiben von Hass und Neid und sind verletzt worden und es hat wehgetan und diesen Schmerz tragen sie noch weiter in die Zukunft und ihre Persönlichkeit ist eine, die von ihrem Ex belogen, betrogen worden ist oder die ihn abstößt oder dem man die Kinder entzieht, was es alles für grausame Geschichten denn gibt auf dieser Welt. Und all das ist aus meiner Sicht nicht notwendig. Nur kurz, mein Ex-Mann, das ist auch schon viele Jahre her mittlerweile, aber auch er hat mich belogen, er hat mich betrogen, unser Sohn war noch ganz klein. Ich habe mich natürlich auch hängen gelassen gefühlt und verraten und alles Mögliche und habe sehr viele Jahre darunter gelitten und aber der Wille und die Sehnsucht danach, dass mein Sohn tolle Eltern hat und einen tollen Vater, das war so groß, dass ich mich entschieden habe, dass mich das alles gar nicht interessiert und dass ich all diese Verletzungen und diese ganze schreckliche Einstellung dem Vater meines Kindes gegenüber, dass mich das absolut unglücklich macht und dass mich das insbesondere unglücklich macht zu wissen, dass ich einen schrecklichen Vater habe für meinen Sohn. Stellt euch das mal vor. Das sind alles so Sachen, das ist doch so, so schrecklich und es fühlt sich ewig lang furchtbar an. Ist es denn nicht viel schöner, wenn du stolz sein kannst auf den Vater deines Sohnes? Und klar, alle Menschen machen Fehler und in unserem Leben begegnen uns aber immer wieder diese Dinge, die wir selber anziehen. Und wenn du bereit bist, selber Verantwortung dafür zu übernehmen, was in deinem Leben passiert und es nicht zu beurteilen und es zu verurteilen, sondern auch überlegst, was war ich, wer war ich, wen habe ich in meinem Mann gesehen damals, in meinem Ex-Mann, was sehe ich jetzt in ihm. Das ist meine Kreation. Ich kann in jedem Menschen das sehen, was ich will. Ich kann jeden Menschen durch meine Kraft der Überzeugung, meine Kraft der Perspektive zu dem machen, was er ist in meiner Welt, für mich. Und das mache alleine nur ich. Und in dem, was ich denke und fühle und wie ich handle, in Bezug, egal auf welche Person, das ist das, was ich von dieser Person zurückgespiegelt bekomme. Und so auch von meinem Ex. Und wenn da Verletzungen und Enttäuschungen eine große Rolle gespielt haben, logisch. Aber wenn ich das so sehen kann, dass das meine Reflexion ist, meinem Inneren, dass es meine Reflexion ist und ich weiß es und ich weiß auch, wenn ich zurückgehe, auch wenn es über 10 Jahre her ist, wie ich mich gefühlt habe in Bezug auf ihn und was ich von ihm gedacht und wie ich ihn gesehen habe, ist diese Trennung und ist dieser Betrug und der Beendigung der Beziehung eine logische Konsequenz dessen. Das ist nicht cool. Es ist viel cooler, die gewesen zu sein, die so betrogen worden ist, die so belogen worden ist. Aber das hilft einem nicht weiter, Leute. Nur die volle Verantwortung, nur die absolut hundertprozentig volle Verantwortung dafür, dass sich im Außen dein Inneres spiegelt, hilft dir weiter. Dann kannst du dein Außen auch so annehmen und kannst sagen, wow, was ist in mir los? Wie fühle ich mich? Wie denke ich?
was habe ich für Denkvorstellungen, was denke ich von Ehe, Partnerschaft, Beziehung, was denke ich von Elternsein, was sind da wirklich die Glaubenssätze, von denen ich überzeugt bin, was denke ich über Verzeihen, was denke ich über Strafe, all diese Sachen. Darüber muss ich mir mal klar werden, ob diese Gedanken und diese Überzeugungen, die ich habe zum Thema Beziehung, egal zu wem, zu welcher Beziehung, ob es eine Arbeitsbeziehung auch ist oder ob es eine Liebesbeziehung ist oder ob es eine partnerschaftliche Beziehung ist als Eltern, alles ist eine Beziehung. Und wie ich diese Beziehung ausgestalte und wie sich die Beziehung zeigt und wie ich diese Beziehung lebe, das entscheide alleine ich. Und ich bin so froh und glücklich, dass ich damals über meinen Schatten springen konnte und diese Beziehung so zu kreieren, dass sie gut ist für mich, dass sie gut ist für ihn, dass sie gut ist für unseren Sohn, dass ich einen Freund habe, der mich unterstützt und der mir jetzt mein Auto mitgenommen hat, um dort die Bremsen zu reparieren, Service zu machen und mir so lange sein Auto gegeben hat. Dieses Vertrauen, einfach diese Basis füreinander da zu sein, das ist doch so viel mehr wert, als irgendwo weiterhin die Verletzte zu sein, weiterhin die zu sein, die belogen worden ist, weiterhin die zu sein, die man nicht liebt, die man mal abgelehnt hat. Will ich denn diese Person sein? Nein, natürlich nicht. Deswegen überlegt euch, wer wollt ihr sein? Wie wollt ihr euch fühlen? Und wie handelt diese Person? Und damit habt ihr euer Leben im Griff. Damit seid ihr nicht mehr Opfer. Damit seid ihr Schöpfer geworden. Und damit habt ihr alle Kraft des Universums auf eurer Seite. Und deswegen überlegt es euch, wie sind eure Beziehungen, wie froh seid ihr, wie sind die ausgestattet nach eurem Gusto oder nicht. Wenn es nicht so ist, hört auf zu urteilen, zu beurteilen. Hört auf, die Vergangenheit in die Zukunft zu tragen. Macht einen Neuanfang auf emotionaler Ebene. Denkt neu darüber, handelt neu und öffnet euch der Barmherzigkeit. Das ist ja eine blöde Übersetzung des Wortes Compassion auf Englisch, aber wir haben kein besseres. Öffnet euch der Bedingungslosigkeit, öffnet euch dem, was ihr möchtet und nicht dem, was ihr glaubt, was kommt oder was ihr glaubt, was die logische Konsequenz sein muss. Öffnet euch dem Raum der unbegrenzten Möglichkeiten, öffnet euch dem Raum der guten Gefühle, der Freude und der Glücklichkeit, des Glücks und der Zukunft, und zwar der neuen Zukunft. Als neu gestaltet, frisch gestaltet und nicht als Fortschreibung der Vergangenheit. In diesem Sinne genieße ich jetzt hier weiterhin meine gemütliche Fahrt in diesem wunderbaren Auto und hoffe, dass ich euch inspiriert habe, gute Beziehungen aufzubauen und dass ihr die Vergangenheit der schlechten Beziehungen einfach in den Müllkübel schmeißt und neu anfangt. Wo auch immer, mit wem auch immer, es lohnt sich sowas von, sich gut zu fühlen und glücklich zu sein. Und go for it! In diesem Sinne, alles Liebe, eure Patricia.